Okay, wieso kam jetzt Türensound? Und wieso fährt die Lore da einfach mal mitten durchs Haus? Das habe ich auch ein bisschen effektiver gestaltet. Genau, ich habe nur Speedboost-Dingens gemacht. Hier ein bisschen Patriotismus. Ja, das gleiche, das Prinzip des Dingens funktioniert immer noch genauso. Irgendwie laggt das gerade ein bisschen. Als vielleicht mit Fullspeed durchläuft. Spinnen sterben hier, lassen ihre Items fallen und die Loren sammeln es auf. Momentan sollte hier gerade was in Hochtouren spawnen. Hier habe ich auch ein bisschen die Blumenfelder hier neu umgesetzt mit ganz vielen neuen Blumen, die halt noch keine Textur haben, außer vielleicht Rosen und Tulpen. Das habe ich hier durch Stein ersetzt. Hier immer noch ein paar alte Schwerter. Das ganze Mob-Gezeugs. Und ja, hier habe ich noch ein Bay Gym-Muster hingemacht. Ich war mit dem Texturenpack, das ich beim Spielen offscreen benutzt habe, sah das cooler aus, aber es sieht immer noch ziemlich cool aus. Vor allem dieser Bubble-Effekt. Habe ich schön gemacht. Finde ich doch gut. Wobei die farbliche Integrität der von hell und dunkelgrün nicht mehr so gut hier aussieht. Naja, ich werde das eh nochmal aktualisieren. Guck mal, hier läuft schon wieder wie Sau. Das hatte ich euch schon mal gezeigt, dass ich das mal so just for fun gemacht habe, als ich mal Zeit hatte in Let's Play, also offscreen, weil es eh keinen Unterschied gemacht hätte. Und ja, hier habe ich auch alles mit Fackeln aktualisiert. Joa. Daraus möchte ich auch gerne dann eine Item-Farm machen, indem ich einfach das hier ein tiefer setze, dann sterben ja alle. Und dann wird das alles vom Trichter sofort aufgesammelt. Ist da eine Hexe drin? Scheint so. Der Hut kann ja nur von der Hexe kommen oder sagen Zombies nochmal neuerdings solche Hüte. Können wir mal gucken. Die Hexe sieht ja eklig aus, wenn das wie eine Hexe ist. Oh Gott, ist die eklig. Sogar Zunge rausstrecken und alles. Ja, das ist eine Hexe. Alter, ist sie hässlich. Alter. Stirb. Ich mache jetzt auch das Glas kaputt. Hat die keinen Fallschaden bekommen oder was? Stirb. Stirb. Boah. Der Heilung. Glas. Ja, stirb. Ich möchte da gerne Glas setzen. Na. Stirb. Stirb. Darf ich da mal Glas setzen? Dankeschön. So. Habe ich euch das auch mal gezeigt? Das ist eigentlich schon, naja, bis auf die Tatsache, dass sie hier dann sterben sollen, schon knapp perfekt. Ich kann das dann noch einen Schredder drüber legen, sodass sie dann generell sterben. Auch so Leute mit Rüstung, die halt noch ein bisschen eher noch überleben würden. Sprich, mache ich hier wieder oben einfach einmal Wasser, einmal Lava und dann schwimmen die hier im Wasser, oben in der Lava schreddern die und das Wasser... Was macht das Wasser? Es macht... Nee, ich brauche kein Wasser. Ich mache hier einfach nur einen Schredder hin und ein Schild. Nee, das Wasser brauche ich, dass das Schild nicht abfackelt. So war das. Deshalb Wasser. Das dauert halt nur ein bisschen länger, weil das Wasser halt wieder den Fallschaden abfedert. Joa. Dann könnten wir, wenn ich da ihn mit MC Edit rumhaue, auch mal eine effektive Goldfarm machen. Dann bauen wir auch so ein bisschen Technical-Zeugs. Das machen wir dann halt bis zum 31.12.2014. Dann wird die Welt zum Download gestellt und Minecraft ist für mich abgeschlossen. So. Gut, und jetzt habe ich vor, irgendwo jetzt im Creative Mode hinzuflyern. Am besten irgendwo, wo auch... ja, hier zum Beispiel, wo ziemlich Lava drunter ist. Das finde ich ziemlich cool. Naja, hier ist kaum Lava drunter. Hier ist Lava drunter. Schön. Um dann hier eine Kuppel zu machen. Na, momentan zu viel zu... Guck mal, Festung. Guck mal, Lex. Haben wir die Festung schon gesehen oder haben wir letztens, also früher eine andere woanders hingegangen, um Festungen zu kriegen oder nicht?
Egal. Hier ist ein schöner Lavasee. Auch offener. Der ist super. Gas kann uns im Creative Enix. Aber für den MCL auch ein bisschen was weg. Dann mache ich hier mal ein schönes Portal. Obsidian. Kann Killian Obsidian. Ah, guck mal, Nametag und Leine, die sind natürlich ziemlich blöd. Pferde können wir uns dann auch mal irgendwie spawnen lassen mit Spawn-Eiern, wenn wir die... Weil das ist wirklich ein Krampf, die zu finden bei unserer erkundeten Welt. Da müssen wir wirklich monatelang laufen. Werkzeug hier, da. Feuerzeug. Hier. Dann habe ich vor. Werden wir versuchen, auch eine Wither-Farm zu machen. So dass wir auch ein Wither-Skelett farmen, dass wir auch einen Wither mal spawnen lassen können. Um dann auch schön Beacons zu bauen. Das wird natürlich alles nicht im Creative gemacht. Im Creative will ich halt größtenteils nur Materialien beschaffen, so dass ich das im normalen, also im Survival, alles bauen kann. Mache ich dann eine Kiste voll mit den Items, die ich dann brauche. Und hole mir die dann da immer. Einfach nur der Tatsache halber, weil Creative eigentlich relativ langweilig ist. Ich will halt nur jetzt mal eine schöne Welt haben. Ich hoffe, das ist cool hier. Na. So. Zack. So. Zum Glück sind wir Creative, Alter. Ging das? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Also mit dem großen Portal vom Anfang des vom Start her, brauchte das ein bisschen, aber das geht leider nicht. Dann machen wir das 2x2. Das sollte gehen. Theoretisch. Aber es will auch nicht. Dann machen wir das 2x3. Einfach mal schräg legen, das Portal. Geht auch nicht. Oh. Dann machen wir das 3x3. Also das Innere. Sonst ist es ja ein bisschen mehr. 5x5. Das tut. Das geht. Ach, Mann. Okay. Kann ich auch nichts dran ändern. Gut, ist okay. Ja, geht sofort aus. Okay, dann wollen wir mal schauen, was hier drin ist. Aber es crasht jetzt nicht, weil es so lange runterlädt. Denn das dauert immer ein bisschen. Naja, doch nicht. Geht. Wir sind Oberland, das ist gut. Kommt mir so vor, als wären wir jetzt am alten Strand zurück. Aber das dürfte ja gar nicht sein. Sieht aber ein bisschen so aus, ne? Spawn, spawn, spawn. Ich find's blöd, dass Hexen jetzt überall spawnen. Okay, viel Höhle. Höhle wird jetzt übrigens dementsprechend wenig kommen. Nur wenn ich Lust habe auf Höhle, machen wir mal Höhle, aber ansonsten materialtechnisch brauchen wir es nicht. Ich werde auch die Items immer reparieren, bevor die kaputt gehen. Spare ich mir auch dieses nochmal neu modden. Also dieses Enchanting-Mod. Gut. Finde ich eigentlich blöd hier. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja. Das Portal woanders hinzusetzen. Das ist ja, da können wir noch weit latschen. Ich will nämlich ein Flachlandbiom haben mit Gras. Und da was Schönes hinbauen. Da passt das Ding jetzt natürlich, das Fliegen jetzt am besten. Okay, hier haben wir eine Schnittkante. Das heißt, das, was wir gerade, entweder ist das jetzt neu, oder das, was wir gerade hatten. Hier ist das eine fiese Schnittkante. Ist das Schnee? Nee, ist immer noch Sand. Was haben wir hier denn? Welche Taste war das? F5 waren wir, ne? F6 war Stream. Nein, ich möchte nicht streamen gerade im Moment.
F4, F3, F3. Jetzt sind wir gerade in einem, wo sehe ich das? Das müsste doch Ocean Biom sein. Jetzt sind wir in einem Desert Biom. Sind wir hier immer noch im Desert? Ne, hier sind wir wieder im Ocean. Desert. Ocean. Desert. Okay. Wie sieht es in meinem Fluss aus? Desert, Desert, Desert. River, Desert. Ah, cool. Ah, guck mal hier. Was haben wir hier? Ocean. Und was haben wir hier? Taigia. Geil. Und wieder Desert. Beach war zwischendurch auch dabei. Ist es nicht sehr hübsch. Wieder ein bisschen Ocean drin. Ha. Sind wir gerade in ein Gebiet gekommen, was noch frisch war. Hier auch wieder. River, Taigia. Hier kommt Sumpf gleich. Läuft. Da ist normales Zeug. So ein bisschen im Sumpf drin, Forest, genau. Wenn wir von hier aus jetzt gucken, hier ist irgendwo bestimmt gleich Flachland, ohne dieses Zeug. Das ist immer noch Forest, obwohl da Fluss ist. Gut, nee, hier ist jetzt wieder Ding, ins Baumhaus können wir uns auch bauen, riesiges. Da sind uns keine Grenzen geboten. Forest Hills. Jetzt wird es gleich ein bisschen bergiger. Nee, hier ist wieder Forest. Da sind bestimmt Hills. Jetzt wieder eine eklige Schnittkante. Nah. Plains. Extreme Hills. Geil. Berglandschaft mit einer riesigen... Ach, geil. Kann man halt nichts tun, wenn man halt so lange nicht in der Welt war, dass die ganzen Versionen sich so übereinander schneiden. Ja. Aber hier ist gut. Hier möchte ich gerne ein Haus bauen. Das heißt, ich werde hier jetzt zack erstmal na weg. So, ich weiß, dass man die in der Ecke nicht machen muss, aber ich habe gerade nur den Block vom Obsidian. Das war einer zu kurz. Warte. Eins. Da sehe ich die Ränder so scheiß. Eins, zwei, drei. Ja, doch. Na. Zack. Ich hab so ein bisschen mit dem Fliegen, so unpräzise wie das ist. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, trotzdem noch beim Lavasee rauskommen. Nee, noch was Neues. Oder? Jo, scheint was Neues zu sein. Dann schaue ich mal um, ob das hier irgendwo in der Nähe von unserem alten Gedöns ist. Ich meine, der Nether ist ja kleiner als unser Zeugs hier. Ja. Geil. Warte mal. Nee, das ist nicht geil. Sag mir jetzt nicht, dass er jetzt das Portal genommen hat vom Mobspawner. Wo ist denn das jetzt? Portali? Ist doof, wenn die Chunks sich so scheiße laden. Hier unten, oder? Lade doch, Mann. Okay, hier. Nee. Doch. Nee, das ist das Große. Okay. Wo war das denn dann? Hier. Genau. Hier habe ich gerade geguckt, das heißt... Es ging höher, ne? Hier irgendwo... Nee. Ich verliere das Portal in so einem kurzen Gebiet. Ist ja auch super. Hamm. Nam nam. Okay. Ich hätte vielleicht auf die Koordinaten achten sollen. Ich guck mal hier jetzt unten.
Ich meine, wir kamen raus, sind nicht weit geflogen, haben das entdeckt. Vielleicht ist es hier. Da. Nee, das ist schon das Große. Wie kann es denn so nah da dran sein und trotzdem nicht connecten? Da muss das ja schon irgendwo. Hier. Oder sind wir doch aus dem Großen rausgekommen? Und ich hab's nicht gesehen. Und apropos groß, wo ist denn das andere Portal? Also das, was uns zum Dingens bringt. Nach Hause. Beziehungsweise zum Mobfarm und dann nach Hause. Ich find's blöd, wenn die ganzen Sachen nicht nachkommen. Hamm. Guck mal, hier kommt gar nichts mehr. Cool. Ich lauf gegen die Wand. Lava. Ich find's gerade ein bisschen anstrengend. Ein ganz bisschen. Und Gas. Super. Ein Gas zu Gas. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Nee, stopp. Habe ich auch TS geschrieben, oder? Ja. Ich wollte TP schreiben. Tut aber trotzdem nicht. Kann man denn irgendwelche TP-Befehle eben schnell schauen? Ich möchte das nämlich nicht so lange gucken. Achievement Gift brauche ich nicht. Clear. Ach, die Gegenstände weg. Debug. Die Vor. Mann. Default Game Mode. Effekt. Wir kriegen Effekt, eine Verzauberung. Tipp. Benutzen die Tabulator-Taste zur Vervollständigung von. Okay. Tabulator/slash Tabulator TP. Ich will keinen Game Mode. Da ist TP. Was bringt's mir denn? Ich kann zu niemandem teleportieren. Hab ich schon mal irgendwas benannt? Nee, ne? Nö. Okay, dann hängen wir hier fest ein bisschen, weil ich jetzt noch nicht die Koordinaten weiß. Ich könnte natürlich jetzt die Aufnahme unterbrechen, schnell in das Video reingucken und schauen, wo die Koordinaten sind, wo wir aus dem Portal rausgekommen sind. Sollte ich auch tun, weil das Spiel eh gerade laggt, dann kann ich auch schon mal eine Pause machen. Ich werde das auch so machen, dass ich halt so lange aufnehme, bis es dann wirklich zum Rendern reicht. Also nicht wundern, wenn dann mal zwischen, wenn die dann mal in einer Aufnahme eine richtig lange Pause ist und die trotzdem täglich nacheinander kam. Dann heißt das nicht, ich habe ganz lange voraus aufgenommen, vielleicht doch, aber naja, mal schauen. Dann mache ich jetzt mal eine kleine Pause und würde sagen, schaue ich mal ein Video, wo das nächste Gedöns ist. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, dass ich hier noch ein bisschen an der Let's Play-Welt rumarbeite und das auch noch onscreen. Das mache ich halt nur, wenn ich absolut Lust drauf habe. Denn ich habe das Let's Play ja auch aufgehört, weil ich ja Lust mehr auf Minecraft hatte. Schlau, ne? Naja, mal schauen. Wir sehen uns dann. Quatsch, falsche Tasten. Hier mal aus dem Game Mode raus, dann werde ich gleich beschossen. Game Mode 0. Ich würde aber sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, Quatsch, in der nächsten Aufnahme. Und ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Aufnahme. Bis dann, euer Vate. Tschüss.